Willkommen zurück in Sandgemme. Nachdem wir hier im letzten Part den Nationaldex bekommen haben und wir haben den... Außerdem haben wir da den Hinweis von Professor Eich bekommen, der seinen Kollegen Professor Eich besucht hat, dass nun der Hamanasu-Park geöffnet hat. Und der liegt am Ende von Route 221 und dieser Weg führt nur über das blaue Wasser. Das heißt, wir müssen surfen. Und da schauen wir einfach mal an, was uns da erwartet, ne? Wir haben Golbert noch nach vorne an der ersten Stelle vom letzten Mal. Das lassen wir auch so. Das kann noch ein bisschen trainiert werden, denn das brauchen wir dann, um Vesprit das Wander-Pokémon fangen zu können. Golbert muss nämlich noch einiges aushalten können. Das wurde nämlich geone-shotted beim letzten Mal. Warum ist jetzt was Agaloppa? Wir hatten ausgewechselt, oder? Weil Agaloppa jetzt ganz vorne ist. Ah, es ist noch besiegt. Okay. Ja, hau wenigstens mal einen Beleber rein. Wir hauen wenigstens mal schnell noch einen Beleber rein. Dass das seine Erfahrungspunkte bekommt. Und einen Trank hinterher. Hau einen Top-Trank hier auf Golbert draufhauen. Warum wird das... Alter, Lava-Keks, halt doch den Mund. So, jetzt passt. Jetzt können wir loslegen, Freunde. Auf zum Hamanasu-Park. Okay, hier Doppelkampf. Gleich mal direkt ein Doppelkampf. Sehr geil. Ich hoffe, die sind auch schön stark. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen. Aber meine Pokémon können das richtig gut. Ich mag meinen Schwimmreifen. Und außerdem bewundere ich Quallen-Pokémon. Hast du auch welche? Oder nicht? Vier Pokémon haben sie auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, die sind stark, ne? Ich hoffe, die sind... Alter, die sind nicht mal entwickelt. Gar nicht böses. Ja, wir hätten ja auch schon... Na, wir hätten ja mit Surfer schon eher hingekonnt. Haben wir ja aber nicht gemacht. Oh, Mann. Das ist ärgerlich, ne? Dass die Trainer jetzt wieder so schwach sind. Also ein Pokémon... sollte wirklich eine automatische Level-Skalierung eingeführt werden. Dass die Trainer, die dir gegenüberstehen, genauso stark sind wie du selbst. Das wäre echt wünschenswert. Aber ja gut, ist jetzt so. Klatschen wir halt ein paar kleine schwache Planscher. Was gibt's Schöneres, ne? Nichts Schöneres gibt's da. Schalelos und wieder. Sind wir dasselbe? Warum habt ihr wieder dieselben Pokémon? Nur vorher war es ein blaues Schalelos, jetzt ist es das pinke oder sowas. Pink, rosa, lila Farben. Wie man das auch immer nennen mag. Und da haben wir sie schon mal besiegt. Das ist schon mal was. Jetzt haben wir sie besiegt, okay. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Und ich hatte schon mal gehört, dass man im Hamanasu-Park verschiedene legendäre Pokémon aus anderen Editionen anlocken könnte. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns mal anschauen. Wir müssen sowieso mal hin. Aber ich würde da mal einen Topschutz anmachen, ne? Weil hier die Tentara auf Level 20 oder 29, wie auch immer, brauchen wir jetzt absolut nicht. Die nerven nur extrem. Wir graben mal jetzt. Wir haben doch, glaube ich, noch genügend Topschutz. Und da ist auch schon die nächste Schwimmerin unten in der Ecke zu sehen. Wo war das? In der Trainingstasche? Ziemlich weit unten, ne? Ja, hier. Da ist er. 24 Topschutz, das ist okay. Das ist definitiv okay. Oh, Alter, gleich zwei. Gleich zwei heiße Schnecken hier. Schauen wir mal an, was die können. Guck dir den großen Ball an, den sie hinten hinter ihrem Hintern versteckt hält. Remoraid, okay. Ja, aber die sind ja alle so schwach. Das macht jetzt nichts. Die kennen wir alle. Ich denke mal schon fast one-shotten. Das sollte klar gehen. Wobei wir auf Eis anfällig sind, aber wir killen die Pokémon, Alter. Das glaubst du gar nicht. Na gut, da wird es jetzt noch ein bisschen langweilig, aber da müssen wir durch, ja. Wir könnten natürlich auch den Timestamp nutzen. Und gut vor zum Hamanasu-Park. Und schaut, was uns da erwartet. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Wir killen jetzt erstmal noch das Enton fertig. Geschafft, da ist die Trainerin auch schon besiegt. Aber da war ja noch eine. Ihre Kollegin war da noch.
Schauen wir nochmal an, was die hat. Vielleicht, ja gut, die können noch gar nichts Neues für ein Pokédex haben. Weil wir an die Stelle ja schon eher rankommen hätten, würden, können, wie auch immer. Die Bettina, die beugt sich aber ganz schön nach vorne, du. Ein Goldini hat sie, okay. Und wie viel insgesamt? Wie viel Pokémon? 4, Alter. Und alle auf 28, 29. Okay. Das nimmt mir gerade so ein bisschen Wind aus den Segeln, muss ich sagen. So schwache Trainer hier. Da hätte man gedacht, da kommt jetzt ein neues Gebiet quasi, aber nein. Man hätte hier schon vorher hingekonnt. Aber im Hamanasu-Park hättest du eh noch nichts machen können, oder? Da kann man doch bestimmt erst... Ja, jetzt mit dem Nationaldex geht das ja erst. Hätte man das ganze Gebiet doch gleich vorher absperren können. Aber nun ja. Wir schauen. Wir lassen uns jetzt nicht die Laune verderben. Wir gucken einfach weiter, was uns für Pokémon erwarten. Was für Trainer, was für Items. Vielleicht ist da noch was Spannendes zu sehen. Außer vier Goldini. Vielleicht hat sie ja einen Gold King als letztes. Nein, das ist schon das letzte Pokémon hier. Okay. Und das hält aus, Alter. Das hält aus. Was ist denn mit dem schief gelaufen? Eine zu hohe Verteidigung bekommen vom lieben Gott. Aber jetzt ist es auch besiegt. Okay, sehr schön. Die Erfahrungspunkteleiste bei Golbat steigt stetig und stetig. Irgendwann wird es ein Level-Up bekommen bei diesen schwachen Trainern. Okay, hier gibt es zwei Wege im Wasser. Schauen wir uns erstmal den hier unten an, wenn es da überhaupt noch weitergeht. Hier gibt es noch ein Item zu holen. Eine Wassertafel, ist gut für Wasserattacken. Ja, okay, komm. Wo geht's hier lang? Da ist ein Trainer. Geht's noch weiter nach unten oder ist dann hier Sackgasse? Hier ist, glaube ich, Sackgasse, ne? Nein, hier gibt's dann nichts mehr. Wir müssen auch, glaube ich, nach Karte E nach rechts. Ja, hier, es geht dann nach rechts. Und hier am Ende muss sich der Park befinden. Ja, gucken wir mal da weiter bei dem Schwimmer hier. Wo wir da rauskommen. Erstmal müssen wir ihn besiegen. Und dann erschließen uns neue, werden sich uns neue Gebiete erschließen. Boah, der stählerne Körper, guck dir das an. Und was er für Moves drauf hat. Ein Gott, das ist ein Gott. Mit Mantyrps ist er am Start. Das macht uns aber auch nicht viel. Machen wir mal zur Abwechslung Giftzahn. In der Hoffnung, dass der reicht. Der ist ein bisschen schwächer als Windschnitt. Aber der reicht trotzdem. Ja, ist ja nice. Sehr nice ist das. Oder kommt dann irgendwo auf der Route noch ein... Oder vor dem Hamanasu-Tal kommt da dann noch irgendwas, wo man vorher nicht hätte hinkommen können. Dass da wenigstens was Neues, Starkes auf uns wartet. Aber ich glaube nicht, ne? Aber das gab's doch nie. Gab's das doch schon in Normal, Diamant und Perl? Schreibt mir das mal in die Kommentare, das weiß ich jetzt absolut nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich Diamant und Perl gespielt habe. Gab's den Hamanasu-Park auch da schon? Das ist jetzt die Frage, ne? Aber das ist hier unten auch eine Ecke, wo du sonst nicht großartig hinkommst, ne? Weil das ist eine Sackgasse. Konntest du vielleicht früher gar nichts machen. Ich zumindest nicht. Als kleiner Knirps konnte da nichts mit anfangen. Einfach nur ein bisschen Pokémon gespielt. Wow, das hat Spaß gemacht, ne? Oh ja, tolle Planschparty mit mir. Da ist wieder ein Item. Und du musst jedes Mal vom Bidi-Pass absteigen, ne? Fläschchen Carbon, das kann man mitnehmen. Ein Staros-Pünktchen mehr wahrscheinlich. Machen wir erstmal den unteren Weg und dann den oberen. Das ist schon... Und da ist schon das Ufer an Sicht. Okay. Wir sind also schon fast da. Wieder auf Festland getroffen.
Und sie hat auch so einen großen Ball. Ist das bei jeder Schwimmerin so? Ist da die Animation bei jeder so? In allem blauen Bikini an. Warum nicht mal eine Abwechslung? Ein bisschen rot, ein bisschen pink, ja? Aber ein bisschen... Sonst wäre es zu schwierig geworden, ne? Mit dem Design. Einmal das Design von der Schwimmerin erstellen und dann immer wieder überall reinsetzen. Warum hält denn das zu viel aus hier? Sag mal, Enteron! Du bist ja jetzt auch nicht so viel stärker. Aber das hält was aus. Das erste Pokémon, was hier was aushält. Ja, und das Goldini von vorhin, ne? Das hat auch was ausgehalten. Und es hat sogar sehr effektive Attacken gegen uns auf Lager. Aber wir werden es jetzt aus dem Weg räumen. Und es ist auch ihr einziges Pokémon. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen stärker. Weil die anderen waren so auf 29. Ist okay. Überall Luise besiegt. Nach einer Niederlage kann ich nicht prahlen. Ich bin so enttäuscht. Ja, ich bin auch immer enttäuscht, wenn ich verloren habe. Und hier geht's gar nicht weiter. Alter, geht's hier nicht weiter? Was ist denn eine Sackgasse hier? Die Steine sind so weit auseinander, da kommst du doch nur durch. Das heißt, einmal zurück und gegen alle anderen Trainer kämpfen. Geht's hier echt nicht durch? Ne, ne. Hier würden wir nach oben kommen. Und da wartet auch schon der Nächste auf uns. Da oben auch. Alter, wie viele Trainer sind das denn hier? Das sind so viele. Du kommst ja hier schon vor der Pokémon-Liga hin. Das sind so viele Trainingsmöglichkeiten. Und die Trainer sind dann alle immer so schwach. Selbst bei den Arena-Leitern war es teilweise zu einfach. Das Einzige, was hier wirklich schwierig war, war der Kampf in der Pokémon-Liga, ja? Die Top 4 waren, wenn du nicht trainiert hast, sehr anspruchsvoll. Und aber der Champ, der hat sie so richtig gegeben mit seinem Knackrack. Aber alle anderen sind jetzt nicht so der Burner gewesen, ja, vom Level her. Aber wir können ja auch Arena-Leiter-Rematches machen. Da bin ich auf das Level gespannt, was uns da erwartet. Da müssen wir mal schauen, an welcher Stelle wir das einbauen mit den Rematches. Vielleicht, wir können das auch immer abwechselnd machen. Oder da müssen wir immer hin und her fliegen. Das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wenn wir jetzt sagen, wir machen im Kampfareal weiter. Wir gehen zum Karlberg. Da müssten wir ja jedes Mal zurückfliegen für ein Rematch im nächsten Part. Nein, ne? Das machen wir, wenn dann am Stück mehrere Parts. Pro Part vielleicht zwei. Das würde man vielleicht zeitlich schaffen. Aber das finde ich echt geil. Arena-Leiter Rematches sind echt nice. Das fühle ich richtig. Das gab es schon in Paldea. Auch in... Aber noch geiler war es in... Ich glaube Heart Gold, Soul Silver, wo du dann die komplett andere Region noch besuchen konntest. Das ist noch geiler. Gegen die beiden hier oben haben wir schon. Gegen die reizenden Damen. Und hier oben schwimmt auch noch jemand. Gucken wir uns mal noch die Erna hier an. Ich verwirkliche... Ich wirke vielleicht nicht so, aber ich bin ein Star. Okay. Ein Star der Sinnoh-Region? Die Anke. Verrätst du uns dann auch, was oder worin du ein Star bist? Müssen wir mal abwarten, ne? Erstmal gegen Barmelin kämpfen. Wie sieht's überhaupt mit der Zeit aus? Okay, Alter, erst 14 Minuten rum. Solche langweiligen Kämpfe, die kommen einem schon manchmal vor wie 30 Minuten, ne? Aber ja. Meditalis hat sie auch noch. Ja, da ist Flug sehr effektiv drauf. Das ist ein Kampf-Pokémon. Das kriegen wir locker hin. Bei dem Levelunterschied sowieso. Immerhin für Golbat ein gutes Training. Ja, und nicht zu starke Gegner. Die kann Golbat killen. Gibt gemächlich Erfahrungspunkte. Es gibt auch irgendein Item, was die erhaltenen Erfahrungspunkte erhöht. Glaube ich, das Glücksei. Kann man das hier nicht sogar in der Tauschecke im Kampfareal erwerben? Ertauschen? Ich glaube, ne, das wäre auch, wenn du trainieren willst, ist das sehr hilfreich. Kommst du schneller höher? Schneller besser voran, sagen wir mal so.
Und Golbat geht jetzt down. Okay, ich setze nochmal aus. Ja, das ist wünschenswert bei dem Levelunterschied. Das heißt, du brauchst mal eine Heilung, hä, Kumpel? Golbat. Golbat kann sich ja natürlich auch noch zu X-Bat weiterentwickeln. Das hängt, glaube ich, mit dem Freundschaftswert zusammen, ne? Aber kann das auch so funktionieren, wenn wir das einfach nur trainieren? Wenn wir das einfach nur trainieren und nicht K.O. gehen lassen? Wenn das jemand weiß, schreibt das ruhig mal in die Kommentare rein. Ob man Golbat auch einfach so mit Training entwickeln kann? Oder muss man da wirklich auf Freundschaftswerte achten? Das wäre interessant zu wissen. Okay, machen wir ihn gleich mal noch. Und dann die Schwimmer zwischendrin. Dann haben wir alle. Dann ist das eine runde Sache. Und dann können wir aufs Festland gehen. In Richtung Hamanasu Park. Da Leon mit Chalelos. Sind da auch wieder die OP-Pokémon hier am Start, ne? Absolute Viecher hier. Windschnitt. Da gehen die AP langsam zu Neige bei Windschnitt. So viele Trainer haben wir hier schon bekämpft. Und mittlerweile halten die hier sogar was aus. Die halten hier sogar was aus. Sind jetzt aber nicht viel höher. Ist Golbat jetzt schwächer geworden oder was ist hier los? Wir haben das schon mal besiegt. Wie viel hat er nochmal gehabt? 3? Gastrodon kommt. Okay, eine Endentwicklung. Ja, immerhin mal was. Auf 32. Okay, da gehen wir auch mit dem Windstand dran. Okay, den brauchen wir, glaube ich, sogar dreimal. Das war schon ein Volltreffer. Oder machen wir... Wir haben ja auf Golbat die Scope-Linse. Naja, das war schon ein Volltreffer, Junge. Ich glaub's ja wohl nicht. So, noch 2, 3 Trainer müssten dann in der Mitte sein. Und dann hätten wir das. Müssen wir mal schauen, ob auf dem Festland dann genauso viele Trainer noch auf uns warten. Oder ich bin generell gespannt, was dann da kommt. So eine ganz versteckte Ecke in der Sinnoh-Region. An die denkst du ja gar nicht. Okay, hier nochmal ein Doppelkampf. Das sind vielleicht schon die letzten Trainer hier. Schauen wir uns die mal noch an. Doppelkämpfe sind immer nice, auch wenn sie ein bisschen zu schwach sind jetzt gerade an der Stelle. Und die haben auch nur 2 Pokémon am Start. Da, Wieland, Schwimmer, Wieland. Aber mit dem Gyarados. Gyarados und dafür noch ein Barmelin, ne? Okay. Oh, wir haben Galoppa hier mit drin, ne? Und das sind beides Wasser-Pokémon. Okay, die sollten wir killen. Windschnitt geht auf beide, das ist schon mal nice. Das ist schon mal sehr nice. Und geht da auch noch Feuersturm auf beide? Nein. Dann mach halt Stampfer auf Gyarados. Okay. Eine Prio-Wasser-Attacke. Aber die sieht gar nichts. Alter, Galoppa ist auf 70. Das gibt doch gar nicht. Das könnt ihr vergessen. Bei dem Levelunterschied. Sehr schön. Nice. Golbat, wunderschön gemacht. Du bist ein Held. Und das war's mit dem Doppelkampf hier, ne? Schauen wir nochmal ein Stück weiter nach links und dann ein Trainer auf uns wartet. Okay. Gyarados hat viele Erfahrungspunkte gegeben. Es gab 1000 Stück. Wie sehen wir die Brille hier? Die Brille ans Auge ran flatschen lassen, ne? Die sehen überhaupt nicht mehr klar. Haben wir mit ihm schon? Ja, ne? Okay, dann haben wir alles. Sehr nice. Schutz wieder einsetzen, bitte. Dann können wir jetzt aufs Festland. Und da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Hier erstmal ein Item. Protein. Können wir mitnehmen? Könnte noch hilfreich sein. Und was kommt jetzt hier? Auf jeden Fall noch ein Angler. Hey, ich angle gerne, aber meine wahre Liebe gehört dem Kämpfen. Ja, du stehst doch, glaube ich, auf Wrestling, ja? Mit Frauen. Deswegen machst du mich jetzt so gerade an, Dieter. Wow, wow, wow. Er hat einen Carpador. Er hat einfach mal einen Carpador. Wie nice.
Das ist, oh, Windschnitt ist jetzt alle. Dann mach mal Biss. Ein bisschen Biss. Und der reicht nicht ganz. Der reicht nicht bei einem Carpador, der Biss. Junge. Vielleicht Giftzahlen mehr. Ich weiß nicht, ist Golbat Fluggift oder... Müssten wir mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Also Flug ist es auf jeden Fall. Den Typ Flug hat es auf jeden Fall mit drin. Aber... Aber... Naja. Doch, Gift Flug. Okay, da haben wir es schon. Typ Gift Flug. Der macht Gift. Das hat vielleicht ein bisschen mehr. Mit dem sogenannten Stab. Ja. Und das war schon ein Volltreffer. Okay. Naja, aber dafür gibt Garados immer schön viele Erfahrungspunkte, wenn wir das killen. Sehr schön, da ist es. Wieder Volltreffer, sehr nice. Wie viel gibt das? 1000? 855, okay. Jetzt kommt noch ein Phineon hinterher. Das gibt nicht ganz so viel, so ein kleines Teil. Aber das macht nichts, wir nehmen alles. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Okay, noch 48 KP. Dafür jetzt verwirrt. Ich hoffe, wir treffen das jetzt. Damit wir es noch ausräumen können. Yes, es kommt durch. Phineon ist down. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit und können weiter voranschreiten in Richtung Hamanasu-Park. Und das Spiel leckt gerade hier so ein bisschen rum. Warum auch immer. Hier ein Item. Und der Schutz ist, glaube ich, noch aktiv, ne? Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir hier für Pokémon treffen können. Eine Ast-Trainerin hier. Das ist aber auch ein Gebiet hier. Warum immer so zwei Wege, hä? Warum sind hier mal zwei Wege? Du musst ja jeden Weg einzeln ablaufen. Anstatt einen Weg, wo du gegen viele Trainer kämpfen kannst. Nein. Die Franziska wartet in der Wiese auf uns und hat ein Kinoso. Das ist aber, glaube ich, die Weiterentwicklung von Kikubi, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind schon bei 22 Minuten und sind noch nicht am Ende angelangt. Sind das noch so weit zu dem Park? Ich hoffe, es ist nicht mehr so weit. Wir bleiben erstmal auf dem unteren Weg. Ja, bei Golbat wird es langsam. Die Stats steigen langsam. Ich denke mal so, wenn die Initiative auf 120 oder sowas ist... Wobei, ist ja egal, wir haben einen Horrorblick zuerst angegriffen gehabt. Wo wir gegen Respirt gekämpft haben, hat Horrorblick, wenn das eine Prio-Attacke ist, dann deswegen vielleicht. Aber bei Golbat liegt es eher dran, das braucht eine höhere Verteidigung, ne? Dass das durch die Psycho-Attacke nicht so schnell gebumst wird. Das muss nämlich ein paar Runden standhalten können. Am besten so drei Stück. Das wurde gewone-shotted, ne? Das wurde ja gewone-shotted, also das braucht schon deftige Level-Ups. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Damit wir das Wander-Pokémon bekommen können. Ohne, dass wir ständig Golbat heilen müssen. Alternativ könnten wir das auch noch einschläfern, aber wenn es aufwacht, flieht es ja dann gleich. Paralysieren wird auch nichts, das bringt ja auch nichts, da hauen die Teile trotzdem ab. Ja, also Horrorblick. Horrorblick ist eigentlich das Probateste. Und dann muss Golbat aushalten. Für den Anfang wäre ein Fokus dort. Nicht schlecht. Aber der hilft ja auch nur eine Runde. Und dann ist es ja auch. Dann ist ja auch soweit. Also zwei Bälle kannst du da wahrscheinlich werfen. Nehmen wir hier noch die Bären mit. Auch wenn wir die nicht brauchen. Steck mal schön in die Tasche rein. Piersiff, ja. Gibt's alles wunderbar. Können wir mit Knurs bekochen, wenn wir wollten. Hatten wir das überhaupt im Let's Play schon mal gemacht? Knurs bekocht? Ich weiß nicht. Einmal probiert vielleicht? Oh, ich weiß es absolut nicht. Und ich glaube, komplett übersprungen. Gibt's nochmal ein Item? Kreuzschere. Okay. Und noch ein Ast-Trainerlein. Und das ist, glaube ich, schon der Park hier. Wir sind jetzt, glaube ich, schon am Park angelangt. Wir müssen aber vorher noch den Fred
Den Fred müssen wir besiegen. Staravia ist nicht endentwickelt. Und Golbat gehen aber langsam die AP aus. Ich hoffe, wir können dann zu dem Park immer wieder hinfliegen. Wir müssen nicht jedes Mal hinlaufen. So, wir haben nur noch Biss. Wir können ja nur noch auf Biss gehen. Reicht aber immerhin zweimal. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht K.O. gehen. Okay, es ist weg. Staravia weg. Er hatte, glaube ich, zwei Pokémon. Girafarig noch. Ja, okay. Biss ist sehr effektiv, aber wie viel können wir noch aushalten? Wie viel Schaden können wir noch einstecken? Ich hoffe, wir halten noch was aus. Okay, Agilität, okay. Das kannst du ruhig machen, das stört mich überhaupt nicht. Die Initiative steigt stark, aber wir greifen doch trotzdem noch zuerst an, ne? Nein! Alter, bei dem Levelunterschied reicht einmal Agilität. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben es überlebt. Der Fred ist auch besiegt. Irgendwie ein Pokémon-Center wäre ja nicht schlecht. Wenn es irgendwo ein Pokémon-Center geben würde. Der Hamanasu-Park. Ein Ort für neue Anfänger. Ja, 26 Minuten. Und hier gibt es auch noch Trainer, ne? Ja, komm, wir schauen mal hier rein. Es ist schon der Eibe. Der Eich. Merlin, das ist ja der Hamanasu-Park. Dieser Ort soll in einem besonderen Verhältnis zu anderen Regionen, wie etwa Kanto oder Höhlen, stehen. Auch mit den Untergrundhöhlen scheint er auf eigenartige Weise verbunden zu sein. Vielleicht gräbst du ja Schätze aus, wenn du dich unter die Erde begibst und du entdeckst sonst noch etwas Neues. Und wer weiß, womöglich verhelfen dir diese Funde dir wiederum die rätselhaften Begegnungen. Behalte das im Hinterkopf. Schön, dass du uns besuchst. Hier zum Dank schenke ich dir diesen Pokerradar-Erzähler für dein Poketch. Wofür ist der Pokerradar-Erzähler? Wertet Ergebnisse aus, okay. Er bleibt noch eine Weile in Ewigenau. Hier kann ich die Zeit gut nutzen, um die Pokémon der Sinnoh-Region zu studieren. Man kann ihn wahrscheinlich nochmal in Ewigenau... Hat er da nicht ein Haus? Ich glaube, da gibt es ein Haus. Was leer stand? Das ist es, glaube ich. Ich bin von weit her angereist, weil ich seltenen Pokémon begegnen wollte. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass dieser Ort derart rätselhaft ist. Man verliert jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Okay, was ist hier oben noch? Okay, das sind Fensterscheiben, man sieht aber nichts. Der Hamanasu-Park. Ein stilles Paradies, in dem man faszinierenden Pokémon aus fernen Landen begegnen kann. Mir gefallen besonders die Pokémon aus Kanto und Höhlen. Bei dem Gedanken an weit entfernte Orte gerate ich immer ins Schwärmen. Ich bin mit meinem Papi hier, um mir die Hamanasu-Rosen anzuschauen. Wir werden auch zusammen mit unserem Pokémon ein Foto machen. Ja, Schutz brauchen wir jetzt nicht mehr. Meine Tochter liebt den Hamanasu-Park über alles. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht herkommen will, um die Blumen zu sehen. Der Duft der Hamanasu-Rosen ist nicht das Einzige, was all die Besucher in diesen Park führt. Hier kann man auch Menschen und Pokémon aus den verschiedensten Orten antreffen. Und bei diesen geheimnisvollen Grotten packt einen natürlich die Neugier. Ja, sehr schön. Mal schauen, was sie hier unten noch zu sagen haben. In den Grotten sind rätselhafte Sockel platziert, was die wohl zu bedeuten haben. Der Hamanasu-Park ist eine wahre Freude. Trainer und Pokémon sind ja voller Eifer bei der Sache. Weißt du, da gibt es so ein paar Pokémon, die noch nie zu Gesicht bekommen habe. Würdest du mir sie bitte zeigen, falls du an sie gelangst? Mal überlegen. Ein Pokémon, das den lieben langen Tag nichts anderes tut als essen und schlafen. Wie hieß das noch gleich? Ah, der Name liegt mir auf der Zunge. Meinst du Relaxo? Willkommen. Was kann man hier kaufen? Bälle, okay. Ja, Bälle kannst du hier kaufen. Verkaufen, okay.
bei dir? Enigma-Fragmente gegen Platten eintauschen. Okay, wir haben 0. Ich glaube, die kann man im Untergrund ausgraben. Die Enigma-Platten. Enigma-Fragmente. Haben wir von beiden 0. Okay, da können wir noch nichts machen. Kann man da trotzdem reingehen? Okay, der lässt uns einfach durch. Die Hamanasu-Rose, die hier in großer Zahl blüht, macht diesen Ort zu einem beliebten Ausflugsziel. Okay. Außerdem finden sich hier die besten Trainer von überall her. Die Hamanasu-Rose scheint starke Trainer fast magisch anzuziehen. Na, was können wir hier drin machen? Gegen andere Trainer kämpfen, oder? Hier sind überall Höhlen, Grotten. Die Weisungskammer. Dafür braucht man wahrscheinlich die Weisungsplatten. Ja, wahrscheinlich, ne? Hier könnte man eine Platte einsetzen. Na, ist doch wunderbar. Können wir nicht machen, wir haben keine. Hier auch nicht, ja. Die Gefühlskammer. Ja, hier kannst du wahrscheinlich die ganzen legendären Pokémon aus den anderen Spielen herholen. Sehr weitläufig und hier sind überall Grotten, ne? Also es ist immer dasselbe. Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt eh am Ende angelangt. Machen wir am nächsten Part hier die restlichen Trainer. Und ich besorge bis dahin ein paar Enigma-Fragmente und dann schauen wir uns hier mal ein paar Pokémon an, würde ich sagen. Wenn euch meine Videos gefallen, abonniert gerne den Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!